Ho, 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 ho. Frohe Weihnachten. Oh, es ist so schön. Aber nicht mehr lange. Lass den Spaß beginnen. Ja, zerschlage alles. Puh. Oh, und wen haben wir denn da? Hab dich. Nein, bitte tu ihr nicht weh. Ach, herrje, nein. Versuch doch, mich aufzuhalten. Na schön. Hallo, Polizei? Oh, oh. Da bist du ja. Du bist verhaftet. Ich habe nichts getan. Bitte lass mich gehen, bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin im Gefängnis. Oh nein. Herr Polizist, bitte helfen Sie mir. Hey, geh weg. Oh je. Hä? Elfen mögen sie hier nicht. Aber Feen sind okay. Wirklich? Oh, meine kleine Süße. Willst du mit mir lesen, Süße? Um hier rauszukommen, muss ich also eine Fee werden. Verstanden. Ha, mein Magen. Ich bin so hungrig. Oh, was ist das? Das riecht lecker. Es war einmal. Lecker. Darf ich mir die ausleihen? Toll, ich bin am Verhungern. Was ist das? Was, ein Zettel? Oh, das ist eine Anleitung. Interessant. Aber das Essen kommt immer zuerst. Und sie flog dorthin zum... wo? Hey! Hey, das sind meine! Ja, okay, nimm sie. So ist es besser. Keks. Igitt. So ist es gut. Also, wo waren wir? Interessant, Make-up. Aber wo bekomme ich es her? Ich habe eine Idee. Ich beseitige dieses Chaos erstmal, hm? Was? Oh, sei still. Oh nein. Und was, wenn ich hier nachsehe? Nun, hier ist immer noch kein Make-up. Nur das. Diese Schneeschönheit könnte mir helfen. Mal sehen, was du da hast. Toll! Das sieht viel, viel besser aus. Lass uns etwas davon nehmen und hier auftragen. Und die Schattierungen. Meine Lieblingsfarbe. Ich glaube, jetzt ist es fertig. Jetzt sehe ich aus wie eine echte Fee. Hey! Hey, was ist das? Ach, nichts. Ups, das tut mir aber leid. Das wirst du mir büßen. Hoffentlich hat er die Schminke nicht gesehen. Mal sehen. Das hier ist jetzt fertig. Jetzt dein neues Outfit. Vielleicht geht das auch durch. Nein, ich glaube nicht. Vielleicht gibt es hier etwas. Immer noch nicht. Hier, irgendetwas. Wieder nichts. Ich bin verdammt. Hä? Was ist das? Farbe? Blaue Farbe. Hey, das könnte klappen. Ich nehme einfach das Laken. Das wird fantastisch. Los geht's. Und jetzt die Farbe. Mehr und mehr. Und noch etwas Glanz. Und etwas Wasser. Drücke den Knopf und... Wow, es ist so hell und schick. Entschuldige, ich brauche etwas Privatsphäre. Wunderbar, es ist herrlich. So schön. Hä? Upsi. Aber es ist nur ein Kleid. Es ist noch keine Fee. Ich brauche noch ein paar Details. Vielleicht etwas Grünzeug und Blumen. Nein, nicht das. Hey, da. Genau das brauche ich. Wow. Hier, ich nehme es, während er nicht hinsieht. Und jetzt probieren wir es an. Fabelhaft. Ich glaube, es wird fantastisch sein. Toll. Jetzt ist dieses Kleid total feenhaft. Es fühlt sich so toll an. Oh, und das Töpfchen ist runtergefallen. Upsi. Hey, was machst du da? Entschuldigung. Was kommt als nächstes? Oh, die Flügel.
Das könnte schwierig werden. Ihre Flügel sind so schön. Ich wünschte, ich könnte auch welche haben. Und hoch oben fliegen. Aber wo finde ich welche? Oh, ich friere. Ich hole mir etwas zum Aufwärmen. Hey, warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Damit wird es viel einfacher. Damit lässt sich eine Form herstellen. Aber die Abdeckung. Oh ja. So gut. Ich muss ein paar vom Morgen aufheben. Schön und einfach. Gut gemacht. Das ist genau, was ich brauche. Also los. Hab dich. Komm zu Mami. Mal sehen. Damit bekomme ich im Handumdrehen meine Flügel. Oh, ich glaube, das war's. Letzter Check. Wow, so schön. Ich habe es geschafft. Lasst uns weitermachen. Wahnsinn, ich habe mich nie besser gefühlt. Das ist so aufregend. Ja, saftig. Ich glaube, ich werde etwas für morgen aufheben. Oh, entschuldige, da bist du ja. Wow. Oh, danke. Gern geschehen. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Oder doch nicht? Cool. Oh mein Gott, das habe ich völlig vergessen. Richtig, ich brauche noch einen Zauberstab. Entschuldige bitte, kann ich mir das Ding bitte ausleihen? Hä? Das hier? Na klar, hier, nimm es. Oh, danke. Eingelegt. Dachtest du wirklich, ich würde es tun? Oh, was soll ich jetzt tun? Was ist das für ein Ding direkt in meinem Haar? Wow, ich glaube, ich habe es. Klar, es war die ganze Zeit hier. Ich muss nur alles zusammenkleben. Und jetzt habe ich es. Gut gemacht, aber warte mal. Ich habe es fast vergessen. Ja, jeder hat heute etwas Magie verdient. Ja, sogar Gefangene wie du. Hier, das ist für dich. Oh, wow, echt? Oh, vielen Dank. Hä? Dein Ernst? Ich habe mir so viel Mühe gegeben und jetzt? Aber mit diesem hier? Ich kann meine Haare ändern. Fantastisch. Und Handschuhe anziehen. So toll, es ist so weich und seidig. Yay! Yay! Sieht aus, als wäre jetzt alles fertig. Entschuldige bitte. Aber ich habe dir doch gesagt. Autsch. Hä? Wow. Oh mein Gott, ich traue meinen Augen nicht. Sie ist eine echte Fee. So fabelhaft. Nach dem Gesetz sollten alle Feen hier frei sein. Stimmt, holen wir dich hier raus. Oh, danke. Tschüssi. Hä? Was war das? Ja, das war ein Experiment. Gut. Geh weg. Böse Liste. Fang mich, wenn du kannst. Oh, ich bin. Autsch. Oh, Beine. Oh, das hat bestimmt wehgetan. Upsi. Bitte sei nicht... Oh, nein. Ekelhaft. Dafür wirst du bezahlen, Wednesday. Aha, schon verstanden. Oh, nicht schon wieder. Gut gemacht, Whitney. Oh, ihr werdet das noch bereuen. Rache ist süß. Ich lauf lieber mal weg. Die ist so weird. Oh Mann, die Menschen. Oh, ouch, ouch. Was ist denn hier passiert? Was war das? Oh, das war eine Bombe. Rachel? Oh, natürlich. Sie muss unter Menschen kommen. Das ist deiner, oder? Ja, ist er. Danke. Nicht. Au, tut mir so au, leid. Mein Rücken. Oh nein, ich kann nicht umarmen.
tut mir so leid. Aber so schlimm sind sie auch nicht. Voll entspannend, Grinch. Siehst du, so schlecht super. Nicht, hä? Tom, wie kannst du es wagen? Der zeigen wir es. Der du bist hässlich, Streich. Tut mir leid, was heute passiert ist. Hi, Tom. Was für eine Loserin. Warum macht sie denn so? Oh nein. Hässlich? Roxy! Dafür werdet ihr alle bezahlen. Niemand macht sich über mich lustig. Nicht jetzt. Ich hab ihre Pranks so satt. Weihnachtskryptonit. Keine Bomben mehr. Ha, ich bin auf deiner Seite. Ha, was sagst du? Ha? Ich glaube, du brauchst ein Makeover. Tom, warte auf mich! Willkommen! Netflix? Oh, warte. Deine Schuhe. Ich ziehe sie nie aus. Mein Haus, meine Regeln. Oh, du meintest das ernst? Wie? Das wird ein langer Nachmittag. Lass uns anfangen. Kein Film? Ich sagte doch, du brauchst ein Makeover. Wir fangen mit deinen Nägeln und Füßen an. Dann los. Bitte beweg dich nicht. Upsi. Oh, übermenschliche Kraft? Egal, ich hab's. Ha, fertig. Moment mal. Duschst du jemals? Wow, ich hab 10. Tschüssi, stinkende Haare. Was? Ernsthaft? Wir brauchen was Extremeres. Der wird es schaffen. Ha! Rachel, halt still. Oh Gott, ich hab mich noch nie rasiert. Das war unnötig. Zeit zu waschen. Oh, das kitzelt. Jetzt wasch sie ab. Wow, sieht ganz normal aus. Ich dachte, sie wären grün. Ja, wie findest du's? Wow, du hast recht. Die sind gar nicht grün. Und eine heiße Schokolade gibt's dazu. Der beste Tag aller Zeiten. Marshmallows. Lecker. Das war sowas von köstlich. Das ist so eklig. Sogar für dich. Oh, Tom, wolltest du auch welche? Nein, danke. Okay. Grinch, ich glaube, du bist nicht grün. Ha. Aber mit dieser Maske werden wir deine echte Haut entdecken. Ich habe ein Video mit einem wunderbaren Rezept gesehen. Eier, etwas Mehl, Kefir, viel davon. Und wir brauchen etwas Weiches zu mischen. Ha. Perfekt. Und jetzt Magie. Sag mal, backst du Weihnachtskekse? Nein, aber du wirst wie einer riechen. Sie riechen echt köstlich. Bereit? Oh, lecker. Das riecht richtig gut. Das ist nicht zum Essen. Ha, du siehst aus wie ein Kuchen. Jetzt machen wir das Gesicht sauber. Oh, das fühlt sich richtig gut an. Oh, sieh mal, ich bin grün. Das ist die Maske. Siehst du? Oh, wirklich? Wow, bin ich froh. Dieses Lächeln. Ich kenne diesen Trend von TikTok. Ja, mal sehen, ob er funktioniert. Lächeln. Lächeln? Aha, Zeit zu putzen. Scheint zu funktionieren. Und? Was? Schokolade? Verdammt. Dann eben auf die traditionelle Art. Weit aufmachen. Nicht bewegen. Bereit? Los! Das ist extreme Arbeit. Ich glaube, das reicht. Putzen. Sauber. Nimm das weg. Bin ich jetzt sauber? Oh, umwerfend wie meine neue Haut. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt kommt der leichte Teil. Oh, Chewbacca? Ich dachte, das wäre der leichte Teil. Ich hab's fast. Keine Sorge, alles gut. Was ist passiert? Nichts. Nächster Schritt. Bitte funktionier, Glätteisen. Und los. Huhu, so weich. Ein letzter Schliff. Okay, das geht noch besser. Dein Haar ist wie ein Weihnachtsbaum.
Wow, glitzernd und bereit. Wow, Tom, das ist ja total toll. Sind das Weihnachtskugeln? Oh, sind das deine Nägel? Was? Was ist denn los? Das kriege ich hin. Kiwi ist ein Antioxidant. Und köstlich. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich mag Kiwi. Wow, Kiwi-Hände. Wow, lecker. Ich wusste es. Es war nur Rost. Wow, ich hab Finger. Die Farbe hatte ich ganz vergessen. Oh, wow. Magst du's? Ist das dein Ernst? Das ist mega. Au, meine Lippen. Die sind total trocken. Autsch. Das hat sogar mir wehgetan. Das kriege ich hin. Diese Box enthält alles, was wir brauchen. Aber nein, keine Farbe. Nein, ich mag ja kein Pink. Egal, den brauchen wir eh nicht. Und du nennst mich ja komisch. Die ist perfekt. Nur ein Stück. Aloe Vera ist magisch. Dann der Lippenstift. Aber extrem feuchtigkeitsspendend. Sieht klebrig aus. Aber ich denke, er funktioniert. Aloe Vera Lippenbalsam? Klingt verrückt irgendwie. Aber sieht auch interessant aus. Dann legen wir mal los. Das ist voll erfrischend. Wow, cool. Nächster Schritt. Jetzt brauchst du ein bisschen Make-up. Ist das eine magische Box? Noch besser. Ein bisschen Foundation. Das ist ein neuer Make-up-Trend, den ich gesehen habe. Man macht alles hier drauf, so wie man sich eben schminken will. Ist wie eine Spiegeltechnik. Nur noch das Rouge. Deine Farbe ist definitiv Zuckerstange. So lecker. Die ist perfekt für dich. Ich brauche nur Stückchen davon. Winzige und ganz viele. Erstmal zerstoßen. Ja, pinke Zuckerstange. Ist das süß? Mal probieren. Perfekt. Das kommt hier drauf. Bist du bereit? Warte. Schönheit tut weh. Mal sehen. Nimm die Folie ab. Und? Bin ich schön? Sie selbst. Tom! Keine Sorge, ich krieg das hin. Und? Bin ich jetzt schön? Tom, sag's mir. Ist das gut? Wir müssen noch ein neues Outfit finden. Warte hier. Ho, ho, ho. Was wünschst du dir? Was ist das denn für ein Geräusch? Rate mal, was ich draußen geklaut habe. Zu großen. Zum Glück habe ich mal einen Modedesign-Kurs belegt. Kinderleicht. Du bist echt schmal. Ich bin die Kleinste in der Familie. Die Kleidung vom dicken Weihnachtsmann reicht auf jeden Fall. Fertig. Oh, du hast recht. Das ist voll bequem. Wow, Rot steht mir mega. Wow, du siehst echt gut aus. Was ist das? Was hatte ich dir gesagt? Aber das kriege ich auch hin. Wir machen dir nagelneue Weihnachtsschuhe. Glitzer? Nicht zu viel. Ich hasse Glitzer. Jetzt brauche ich grüne Farbe. Ich weiß nicht, woher. Grage, du solltest zum Arzt. Aber es sollte klappen. Und jetzt berühren. Das sieht wie mein Schleim aus. Wer hätte das gedacht? Jetzt mehr Weihnachtskugeln. Mehr? Ja. Aber zerstören! Ich liebe diesen Teil. Wow. Wirke, Weihnachtsmagie. Ein bisschen grüne Farbe hier. Das war's. Schnürsenkel hätte ich fast vergessen. Die sind für dich. Wow, so weihnachtlich. Wow. Wow. Gehen wir. Und das habe ich aus Berlin mitgebracht. Wer ist das? Wo wollt ihr denn hin? Oh, hi, Leute. Wow, Weihnachtskugel. Tschüss. Autsch, Victor. Deine Haare sind hässlich. Foxy. Warum bist du so gemein? Wir könnten Freunde sein. Niemals.
Gott. Dankt mir später, Leute. Karma. Alles in Ordnung? Komm, lass mich in Ruhe. Ihr seid beide erbärmlich. Sieh mal, Rachel. Was? Oh, mein wunderschönes Gesicht. Sieh mal, denkst du, was ich denke? Nope, keine Sch... Das wird dich umhauen und nicht nur das. Aha. Eins, zwei, drei. Huh? Oh nein, was glaubst du eigentlich, was du da machst? Au! Der perfekte Moment festgehalten. Toll, danke euch. Wow, das sieht wunderschön aus, Savvy, aber... Wir müssen in eine andere Wohnung ziehen. Was? Wo sind wir hier? Sieht aus wie ein verlassener Secondhand-Laden. An so einem Ort kann ich nicht leben. Gestalten wir das Schlafzimmer etwas um. Zuerst muss ich den Boomer-Kram loswerden. Und jetzt mische ich was zusammen. Ja, sieht aus wie gegrillter Käse. Und los. Erstmal streichen. Hoffentlich funktioniert das. Wow, wie ein wunderschöner Sonnenaufgang. Wow, so intensiv. Ich habe echt... Ich kann nicht glauben, dass ich auf diesen Trick reingefallen bin. Was ist das? Ich habe eine tolle Idee. Villa der Adams-Familie. Dieser nächste Hack wird ein absoluter Hit. Schön sorgfältig. Irgendwas fehlt. Denkst du, was ich denke? Es ist perfekt. Ich könnte mir das stundenlang ansehen. Au, das war aber hart. Was kann ich dagegen tun? Lass mich, wo ist? Gefunden. Willst du meine Superkräfte sehen? Zeig, was du kannst, Video-Editor. Schnell wie ein Blitz. Jetzt ziehe ich noch hier dran. Ja, davon spreche ich. Jetzt schneiden wir es hier durch. Bumm. Ist das nicht süß? Yay, so toll. Und wieder brauche ich die Arbeit des Editors. Alles abgedeckt. So hübsch. Und gemütlich noch dazu. So weich. Was ist das denn? Spieglein, Spieglein, du brauchst ein Makeover. Toll, ich bringe ein paar Lichterketten an. Schön. Spieglein, Spieglein, auf dem Boden. Wer ist der beste DIY-Hacker von allen? Ich natürlich. Das ist perfekt. Wunderschön. Perfekt, Zeit für ein TikTok. Das wollte ich schon immer mal machen. Und jetzt habe ich den perfekten Spiegel dafür. Oh, das war unglaublich. Was nun? Ich brauche noch was. Was ist das? Ekelhaft. Da muss ich was tun. Ich lege sie hin. Oh, schön. Was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Okay, schätze, ich lege einfach los. Zuerst ziehe ich den Umriss. Ja, genau so. Pablo Picasso, der Kubist höchstpersönlich, hat mich mit dieser Kreativität gesegnet. Ich werde ihn stolz machen. Wuhu! Gute Arbeit. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Matratze. Igitt. Wie ich sehe, hat die Adams-Familie einen Garagenverkauf veranstaltet. Gut. Was für ein Chaos. Das muss ich erstmal beseitigen. Fast geschafft. Flash, ich bin viel schneller als du. Jetzt kann ich mich ausruhen. Träum süß, Königin. Hau ab! Ja. Au!
Das kann doch nicht wahr sein. Wo bist du? Ziel erfasst. Au, mein Kopf. Ich muss etwas unternehmen. Tony Starks Brille im Einsatz. Raus hier. Aha, ich habe eine Idee. Diese Hüften lügen nicht, du fliegendes Monstrum. Hau ab. Ich bin unaufhaltsam. Das könnte klappen. Ich erschaffe das perfekte Kraftfeld, durch das kein Böses dringen kann. Fast verschlossen. Brumm. Ich befestige es hier. Toll, jetzt kann ich mich verstecken. Nein, du darfst hier nicht rein. Zeit zum Schlafen. Es ist Weihnachten. Ich hab's total verpeilt. Deko, Dekoration, Dekoration. Was hab ich denn da? Genau das habe ich gesucht. Mal sehen. Vielleicht finde ich da drin eine Maria. Nein. Nein, später vielleicht. Das ist schön. Vielleicht klappt das ja. Sei das nächste Mal bitte etwas sanfter. Okay. Was? Ich bin ein Weihnachtself. Und wir haben hier noch einiges zu tun. Ein Elf? Und was machst du hier? Ich bin hier, um dir mit der Weihnachtsdeko zu helfen. Ja, cool. Komm. Und? Wo ist dein... wo ist dein Weihnachtsbaum? Ich hab keinen. Was machen wir jetzt? Ich benutze einfach diese alten Kisten für ein Weihnachtswunder. Lass es mich verkleiden. Wow, das ist wie Zauberei. Was? Das war alles an Hilfe? Jetzt muss ich alles alleine machen. Was habe ich hier? Ich weiß, was ich machen kann. Ich brauche nur mehr davon. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, aber meine Weihnachtsdeko wird es ganz sicher. Ich verbinde sie so miteinander. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Farbe. Zuerst die Basics, nicht wahr? Bumm, Weihnachtszauber. Mein Stern wird heller leuchten als der Nordstern. Sieht toll aus. Ich bringe ihn da an, wo er hingehört. Let it glow, let it glow, let it glow. Schau dir das an. Echt süß. Aber ich brauche noch etwas. Mal sehen. Ich kriege den Drehschau noch raus. Ja, genau wie beim Tanzen. Rundherum im Kreis. Yeah. Mir wird schon schwindelig. Weihnachtskugeln. Jetzt bin ich ein echter Profi, wenn es um Weihnachtsdeko geht. Yep, ein bisschen Hilfe vom Video-Editor könnte hilfreich sein. Und fertig. Toll. Der letzte Schliff. Shine bright. Immer auf die Spitze des Baumes. Jetzt kann Weihnachten offiziell beginnen. Aber der Raum sieht immer noch nicht sehr festlich aus. Ich sollte weiter dekorieren. Schritt 1. Diese Kisten loswerden. Ich sollte öfters ins Fitnessstudio gehen. Neujahrsvorsatz. Endlich. Kommen wir nun zum coolen Teil. Mann, ich muss mich beeilen. Ich kann die Rentiere schon fast kommen hören. Respekt vor dem alten Mann. Let it go, let it go. Das Bett muss auch weihnachtlich sein. Ja, das ist gemütlich. Wie toll ich das doch wieder hinbekommen habe. Ja, einfach majestätisch. Jetzt fühlt es sich wirklich wie Weihnachten an und sieht auch so aus. Schatz. Mama, da bist du ja. Gefällt dir mein Zimmer? Ja, mein Schatz, ich bin so stolz auf dich. Geschenke? Danke. Was riecht hier so? Dein Vater backt Kekse. Lass uns zu ihm gehen.
Yeah! Lecker! Aha, wer kaut in der Schule nicht gern auf Stiften rum? Aha. Oh Gott, ist das ekelhaft, was ich hier mache. Was geht? Hi. Hey, Pete. Das war ekelhaft. Man sieht sich nie. Warte. Wie viel Zeug steckt in meinen Zähnen? Sorry. Alles gut. Hi, Pete. Das ist nicht von mir. Geh weg von mir. Warte. Er sieht so gut aus. Und ich nicht. Er mag Barbie, hä? Wow. Du bist so schön. Setz dich dorthin. Das ist ja riesig. Vielleicht kann ich ihn ja ausdrücken. Komm schon, du schaffst das. Ich habe schließlich schon viel Übung mit einem Puppet. Wow, das ist richtig gut. Schön sauber werden. jetzt ist es so rot. Was mache ich nur? Ich weiß. Wo ist sie denn? Schätzchen, bist nein. du das? Hab ich sie. Mal gucken, was wir hier haben. Wow, eine goldene Gesichtsmaske. Wow, das fühlt sich gut an. Und nun warten wir. Geistergesicht! Schnell abnehmen. Diese Maske ist verflucht. Nie wieder. Oder vielleicht da? Wow. Ich will mit denen hier anfangen. Man muss immer mit den Augen anfangen. Mit dieser Schablone kriege ich die perfekten Augen. Ich habe alles gemacht, nur nicht die Augen. Du musst neu anfangen. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Und dieses Mal werde ich es schaffen. Ich zeichne einen Flügel unter den braunen Knochen. Dann mache ich das auf der anderen Seite noch einmal. Für den Wow-Faktor klebe ich noch ein paar Edelsteine auf. Und zu guter Letzt die Lippen. Und fertig. Wahnsinn. Gefällt mir gut. Das ist Pete. Meine Barbie-Puppe ist verschwunden. Du hast mich gekidnappt. Ich bring dich zurück. Das juckt. Das tut gut. So kann ich nicht rausgehen. Das Haar muss weg, unbedingt. Ups. Ich schätze, als nächstes kriegen meine Beine ein Makeover, oder? Ja! Der ist kaputt gegangen. Haarentfernungsschaum. Den probiere ich mal aus. Das sollte mal lieber funktionieren. Dieses Bein braucht eine ganze Flasche Schaum. Fertig. Zeit zum Rasieren. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht, sag mal? So geht das ja voll einfach. Auch eklig. Total glatt. Sei vorsichtig. Könntest du mir vielleicht kurz helfen? Nein. Alles okay? Ich werde dich abwaschen. Ja, bitte. Hier. Nun bist du wieder schön perfekt. Ich brauche auch blonde Haare. Meine Haare sind viel zu dunkel für Barbie. Lösen wir das mal. Jumpscare. Was soll ich nur tun? Es muss doch etwas geben, das ich gebrauchen kann. Habe ich dich. Meine blonde Ära beginnt jetzt. Das wird richtig gut aussehen. Das ist ein bisschen zu gelb, aber man muss dem Prozess vertrauen. Einmal einwickeln. Und nun mache ich das gleiche noch für den Rest meiner Haare. Dann alles entfernen in 1, 2, 3. Ich bin eine Blondine. Wow. Ich könnte mir den ganzen Tag mein Spiegelbild ansehen. Mein Hemd ist ruiniert. Ich muss sowieso mein Outfit wechseln. Das wird genügen. Nicht wirklich mein Stil, aber das ist wirklich nicht mein Stil. Was gibt's denn hier noch? Nein. Ja. Ich liebe diese Farbe so. Ich fühle mich wie eine Puppe. Wow. Warte. Ist das ein Loch?
Das kann doch nicht sein. Oh, ein Outfitwechsel ist angesagt. Oh, nein, 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 nein. Oh, oh. Ah, ich brauch dich, Barbie. Schön hier bleiben. Ich beeil mich auch, versprochen. Whee! Wow, was für ein hübsches Kleid. Danke, Barbie. Und ich bin fast fertig. Wow, die ist so schön. Oh, was passiert denn hier? Boah, ich hab sie auch. Vielen Dank, Barbie. Jetzt dauert's nicht mehr lange. Fehlt nur noch der letzte Schliff. Zum Beispiel die weißen Socken, die darf ich nicht vergessen. Damit sieht der Look dann komplett aus. Und natürlich dazu meine Stiefel. Bin fertig. Ah, Zeit zu gehen. Oh, hallo. Ich habe gehört, dass jemand nach seiner Barbie sucht. Und da bin ich auch schon. Wow, wer ist sie? Hey, Pete. Ich habe gehört, dass du nach deiner Barbie suchst. Hier, bitte sehr. Oh, du hast sie gefunden. Ich habe hier auch etwas. Die ist für dich. Oh, eine Ken-Puppe. Dankeschön. Du bist wunderschön. Oh, danke. Er mag mich auch. Lust auf ein Date? Oh, ja, ja, ja. Oh, oh mein ganz persönlicher Ken. Oh, dieser Look wird langsam unangenehm. Oh, ich halte es nicht mehr aus. Bye, Barbie. Oh, viel besser. Du brauchst eine Freundin. Ich liebe Rainbow Friends. Du bekommst ein Farbbad. Regenbogenbad. Das wird gehen. Wo ist die Zahnbürste? Zeit zum Putzen. Du wirst so bunt werden. Oh Mann. Zeit, ein Kindermädchen einzustellen. Ich muss das Beste finden. Sie scheint nett zu sein. Und angestellt. So praktisch. Oh, Blue. Hi, ich bin deine neue Nanny. Viel Glück. Komm, ich mach das mal sauber. Lass das, lass. Du musst aber sauber sein. Ich möchte Verstecken spielen. Okay. Eins, zwei, drei. Bereit? Ich werde dich finden. Da ist sie ja. Das war gar nicht so schwer. Wo ist sie denn hin? Hab dich. Was ist das denn? Sie denkt also, sie ist super schlau, hä? Boo, willkommen. Ein Ballonstreich? Ernsthaft? Autsch! Tut mir so leid. Komm, ich mach dich sauber. Was? Oh nein, 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 nein. Ich muss mich beruhigen. Ich brauche neue Ideen. Streiche machen mich hungrig. Essen wir was, was nicht erlaubt ist. Oh, Sesam, öffne dich. Oh, wow. Was nehme ich? Nicht deins? Nein. Zu einfach. Brokkoli? Wirklich? Nein. Ich esse was anderes. Donut, ja. Zuckerrausch. Und es ist alles blau. Ich will sie alle. Alle Bonbons, die sind Grace? So lecker. Oh nein, sie hat mich gefunden. Sie ist hier. Zweifellos war sie hier. Und hat Spuren hinterlassen. Wer isst die ganzen Süßigkeiten? Ich bin's nicht. Was? Oh Gott, Pickel. Oh, was ist das? Komm, wir finden's heraus. Ich muss sie ausquetschen, sofort. Oh nein, nicht ausquetschen. Ich kann nicht. Was zum... Oh, tut mir leid, Nanny. Ciao. Oh, dieses Kind. Ah. Okay, okay, du schaffst das schon. Hey, was machst du da? Oh, was für ein Chaos. Es ist meine Aufgabe, alles sauber zu halten. Hallo, Missy. Mal sehen, ob die Steckdose funktioniert. Nein! Niemals berühren! Aber ich bin doch Ingenieurin. Ich hab was für dich. Bitte hab etwas Geduld. Hier, setz dich. Ich will nicht sitzen. Guck mal, was ich für dich hab.
Oh, Snacks. Ich bringe meine eigene Schüssel mit. Lecker, lecker. Aber ich will auch spielen. Dann basteln wir eine Überraschung für dich. Dieser Papierkorb ist perfekt. Es braucht nur einen Schnitt hier, versprochen. Kinderleicht. Dich brauche ich nicht mehr. Und mehr Chips. Nimm stattdessen das hier. Oh, Süßigkeiten. Und nun wird gemalt. Ich mag lieber blau. Ja, genau. Und jetzt zaubern wir ein wenig. Oh, sieht schick aus, das Smiley-Zeichen. Grace, sieh mal. Schau dir das an. Lichter? Was ist das? Wow, ein Smiley. Wow, ich will es bald suchen, ich will auch. Und so einfach geht Unterhaltung. Okay, Zeit, die Steckdosen zu verschließen. Hier kommen wir. Ha? Dann noch abdecken. Oh, das war zu viel. Oh, mein Kopf. Ich muss mich ausruhen. Oh, nice, Snacks. Lecker, lecker. Nur ein paar Minuten. Zeit für einen Streich. Beeilen wir uns, bevor sie aufwacht. Ich hoffe, das reicht. Rache ist Blutwurst. Es wird länger dauern als 5 Minuten Tricks, aber es wird so echt aussehen. Die perfekte Spinne, oder? Sogar die Textur. Aber Spinnen sind schwarz. Fast fertig. Jede Menge Augen. Das wird der Wahnsinn. Nanny. Grace. Was zum... Die ist ziemlich groß. Genug Snacks für heute. Gib das her. Was? Veräppelt. Bye, bye. Oh, dieses Kind. Oh, bin endlich entkommen. Nanny! Wie bist du da hingekommen, Nanny? Nanny, antworte. Oh, bist du tot? Bist du okay, Nanny? Nanny, verstehe ich nicht. Wer ist der bessere Streichespieler, hm? Was? Ein Streich? Ein Streich? Oh, du wirst schon sehen. Ich zeig dir, wie Streiche gehen. Das ist zwar altmodisch, aber ich liebe es. Zeit zu glänzen. Nicht kleckern, klotzen. Das wird der beste Streich aller Zeiten. Jetzt nur noch aufbauen. Oh, Streiche zu spielen ist eine Menge Arbeit, aber die Gesichter sind's echt wert. Letzter Schliff. Das macht so viel Spaß. Nanny, komm her. Grace, ist alles okay? Wo bist du? Oh nein, der klassische Türstreich. Oh, was zum... Mehl? Grace! Brauchst du eine Serviette? Nein, mein Mund. Ich glaube, wir brauchen beide ein Bad. Bleib hier und ich lasse ein Bad ein. Ich weiß, was zu tun ist. Du brauchst das Bad mehr. Was ist hier los? Ich hab dir gesagt, es reicht. Komm her. Oh, wow. Handtuchschlag. Ich muss mich verstecken. Habe ich dich. Widerlich. Ich werde es auch niemandem sagen. Bitte tu mir nicht weh. Wo ist sie hin? Naja, egal. Ich glaube, sie ist gegangen.
Ja. Puh, das war so knapp. Süßigkeiten zur Belohnung. Und schon wieder habe ich es geschafft. Ich bin dem Kindermädchen entkommen. Bester Scherzbold. Wo willst du denn hin? Bitte tu mir nicht weh. Okay, aber dann musst du das alles tun. Na gut, magische Verwandlung ist Betrug. Schummeln gilt nicht. Das ist so langweilig. Tut mir und leid. Und nun ist Zeit für den Haferbrei. Mund auf. Niemals. Wo ist sie? Ich esse das nicht. Komm her. Du willst Spiele spielen? Okay. Dann spielen wir dieses Spiel. Oh nein, meine Arme. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh. Ganz genau. Und jetzt iss. Nein, 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 ich will nicht. Gar nicht so schlecht, oder? Oh, magst du's? Ich bin froh, dass es dir schmeckt. Denn ich habe Blaubeeren reingemacht. Und jetzt schön aufmachen. Vielen Dank, Nanny. Zeit fürs Bett. Zeit für einen Nachtstreich. Oh nein. Wo schreckst du? Nein, du bist nicht echt. Grace? Lass sie in Ruhe. Niemals. Das war keine Frage. Nanny, schnapp ihn dir. Komm schon, nur ein Streich. Nein, sie schläft. Und kommt niemals zurück. Erledigt. Nun können wir endlich schlafen. Danke, Nanny, du hast mich gerettet. Nun kann ich endlich gut schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Nanny. Schlafen wir, Mr. Blue. Gute Nacht, Grace. Gemütliches, kuscheliges Bett. Hab dich.